Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Ani. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Ich habe eigentlich ein Video fertig gemacht hier mit den Teamspeak-Aufnahmen Teil 2 und habe mich schon darauf gefreut, das veröffentlichen zu können. Aber nein, unser Reini ist live, jetzt gerade. Also, wenn ihr das Video hört, nicht mehr. Aber er war live, er ist gerade jetzt für mich live. Wir schauen das Ganze natürlich bei Inge. Und ganz viel Liebe und Ehre geht da raus. Ja? Ich bin da gerade nicht im Chat, weil ich nehme jetzt das Ding direkt live zum Reacten vor. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich will wissen, was passiert. Abfahrt. Ich bin immer noch in Berlin, wenn man das so nennen kann. Wenn du in Berlin bist, kannst du das auch so nennen, ja. Und zunächst mal vielen lieben Dank an sämtliche Geschöpfe ihr seid. Was sind wir? Gut. Schwierig. Ich habe an der Mauer gestreamt gehabt. Das stimmt. Ich habe ein paar ostdeutsche Freunde rein, die waren alle froh, dass du nicht auf deren Seite warst. Lull! Und die Mauer steht ja eigentlich, also die eingerissene Mauer steht ja für Freiheit und so weiter. Wie der Hasselhoff. Und mir wird meine Freiheit mal wieder genommen. Rainer, du bist doch frei. Was willst du denn noch? Oder versucht mir genommen zu werden. Mir wird meine Freiheit versucht mir genommen zu werden, okay. Weil ich ja, Paranoia. Abgekreuzt. Nicht mal in Berlin irgendwie in Ruhe rumlaufen kannst. Rainer, Berlin ist, ich hab gesagt, die zweitgrößte Stadt Europas. Ja gut, ihr habt mich da verbessert, freilich. Ich hab jetzt mal hier so Sachen wie St. Petersburg und Istanbul nicht mitgezählt. Ich meine jetzt hier das Europa, ihr wisst schon, ne? Wisst schon, was ich meine. Streamen kann, mein Ding machen kann. Übrigens, nochmal nette Grüße an die nette Dame von neulich. Junge, die Handschuhe. Oh, nette Grüße an die nette Dame. War klar. Ich fand die auch sehr sympathisch. Aber Rainer, wir wissen, die Dame hatte Puls. Alle Kriterien erfüllt für Rainer. Hätte gerne noch Nummern getauscht. Och, Rainer, bitte. Muss das denn jetzt... Junge. Bruder. Wir können die Nummern getauscht. Ja, klar. Hat leider nicht ganz so funktioniert, darüber ärgere ich mich immer noch. Vielleicht möchte sie es nicht. Aber es reicht nicht, wenn nur einer Nummern tauschen will, weißt du? Gut, lassen wir es mal dahingestellt. Alles drum und dran, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die ganze Unterstützung. Diese Unterstützung geht mir jetzt schon wieder auf den Zeiger. Schon wieder 1,05 Euro. Das sind 3,08 Euro zu viel. ein paar Sachen möchte ich auf jeden Fall mal kurz anmerken. Ich nehme gleich ein paar Gäste rein. Ach, Rainer, das geht doch nicht gut. Ganz im Ernst, was hindert Leute daran, in seinen Gast zu gehen? Er weiß genau, wie beliebt er ist. Ja? Was hindert Leute daran, bei ihm in den Gast zu gehen und die ganze DN-Bombe zu droppen oder so? Dann ist sein Kanal doch hinüber. Warum lernt er, Leute, ohne Spaß, er ist doch der Medienprofi. Warum rafft er das nicht? Das gestern war ein glücklicher Zufall, oder vorgestern, war ein glücklicher Zufall für ihn. Aber jeder Hater, der ein bisschen was auf sich hält, der macht doch seinen Kanal hinüber. Also, nee. Dass er das nicht versteht, dass er das nicht lernt. Ja gut, das hat auch noch keiner gemacht, ne? Ja, klar. Vielleicht macht man noch mal ein, zwei Matches, ich weiß nicht, die Matches kommen ihn, glaube ich, ganz geil an. Bei den Matches kriegt er nämlich Kohlen. Kohlen kriegt er dann. Kohlen. Barne, Barne und nochmals Barne. Haben wir letztes Mal gesehen. Er war irgendwie bei 6 Euro, nach diesem Match war er bei 50 oder so. Ekelhaft. Was ich auf jeden Fall kurz anmerken möchte, ich merke es hier auch wieder. Hier sind laute Graffitis. Also Rainer, du bist in Berlin. Gewöhn dich dran. Also... Ich weiß gar nicht, wie viele Graffitis ich hier in Berlin schon gesehen habe. Und ich muss sagen, ich sehe ein bisschen zwiespältig. Also auf der einen Seite finde ich es ganz gut. Dann sieht ihr wieder den Medienprofi, einfach mal den Daumen auf das Mikro.
cool, weil es ist wirklich, sind wirklich viele coole Graffitis auch. Aber leider sehe ich halt auch oft mal einfach so irgendwelche Schriftzüge, die halt auch tatsächlich einfach nur aussehen, als hätte ein Dreijähriger einen Bleistift in die Hand bekommen. Oder du. Und an die Wand. Dann ist das Graffiti aber falsch geschrieben wahrscheinlich. Gekritzelt. Vielen Dank für die Unterstützung. Finde ich nicht ganz so cool. Also ich muss sagen, ich weiß nicht ganz. Also es gibt anscheinend Leute, die auch extra... Schaut euch mal diese Taue an. Ups, Technik, Digga. Schaut euch mal hier diese Taue an, die hier rauskommen. Wo wir alle so Bändchen haben an den Hoodies oder so. Hoodies. Junge, das sieht aus, als wenn er die bei Roxor vom Kutter geklaut hätte. Deswegen nach Berlin fahren oder nach Berlin ziehen oder so. Und das ist auch cool. Es gibt Leute, die wegen Graffitis nach Berlin ziehen, okay? Wenn du das sagst, wird es ja stimmen. Aber wie gesagt, ich sehe das ein bisschen kritisch, weil auf der einen Seite ist es Sachbeschädigung. Ich habe ja, muss aber dazu sagen, ich bin aber auch Vorbild. Rainer, manche Leute bezahlen sogar dafür, damit sie ihre Fassade, damit sie dann gescheites Graffiti drauf bekommen. Das gibt es. Das ist dann keine Sachbeschädigung. Vorbild, hätte ich fast gesagt, vorbestraft. Das bin ich auch, aber ich meinte... Und wie du das bist. Mehrfach. Vorbelastet wegen meinem Haus und so, wegen meinem eigenen... Du hast kein Haus. Grundstück. Du hast auch kein eigenes Grundstück. Und keinen Führerschein. Und deswegen sehe ich das vielleicht ein kleines bisschen anders. Gut. Du siehst viele Sachen sehr anders. Lange Rede, gar keinen Sinn. Lange Rede, langer Döde. Oder lange Rede, wenig Sinn, wie auch immer. Belassen wir es erstmal da dabei. Nochmal vielen Dank für die ganze Unterstützung. Wenn ihr Untersteuzung heißt es. So weiter die Schweinchen raushaut, ich weiß gar nicht, was die so sind, dann ballern die uns hier ja richtig zu. Wenn ihr so weiter die Schweinchen raus, ich weiß nicht, was die sind, dann ballern die uns richtig zu. Was redet der da? Das ist schon mal komplett... Ah. So, dann haben wir auch gleich das Ding erwischt. Ich guck mal eben in die Liste. Oh, Winklers Liste. Grüße gehen übrigens raus. Wir vermissen dich, Bruder. Puh, wen nehmen wir denn mal? Keine Ahnung, ich kenne die alle nicht. Okay, das hat irgendwie nicht funktioniert. Ach doch, oder? Das geklappt. Diese Gesichtskirmes jedes Mal. Als wenn es witzig wäre. Nö. Ich glaube nicht. Grüße gehen raus an Uti. Versuchen wir es mal hiermit. Ich würde jetzt darauf wetten, dass alles Mullen sind. Hallo. Oh, und schon Wette verloren. Pech gehabt. Kein Glaskugellecker heute, kein Glaskugellecker. Servus. Hörst du mich? Servus. Wie geht's dir? Habe ich schon 100.000 Mal gesagt, wie es mir geht. Lies meinen Blog hier. Jo, passt schon. Und selbst? Alles bestens. Ich habe nur eine Frage. Jetzt kommt's. Sieht's momentan nach einer Wohnung besser aus oder ist die Lage immer noch kritisch? Lage immer kritisch, immer kritisch. Du solltest eigentlich wissen, dass ich über meine Wohnsituation, Lebenssituation so im Detail überhaupt nichts sage. Stimmt, und er hat auch schon gesagt, wie es ihm geht. Also das ist schon, es war schon ein harter Schritt. Eigentlich ist es Privatsache. Auch nicht, ob es damit gut oder schlecht aussieht. Letzten Endes ist es einfach so, Letzten Endes, woo! Ich arbeite einfach an meinem Leben. Mhm. So wie immer. Ja, okay. Ja, okay, dann wünsche ich dir was, ne? Jo, danke. Hau rein. Tschö. Verstehe ich nicht, warum man da, wenn man da drin ist, kein Blödsinn macht. So. Keine Ahnung, probieren wir mal die Person hier. Wisst ihr noch, wie Rainer sagte bei den Leuten, hey, seid bitte leise, ja? Ich will euch hier nicht in meine Sachen mit reinziehen. Bitte leise sein, okay? Man sieht euch auch nicht. Und jetzt nimmt er einen Gast nach dem anderen. Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Da siehst du,
wie sich diese Einstellung von Rainer jeden Tag ändert. Oder manchmal halt von Minute zu Minute. Die andere Person ist rausgeflogen. Hallo? Jo, servus. Du Fernso. Okay, das muss ich schneiden, na toll. Aber endlich! Endlich! Und dann auch so eine geile Lache. Das ist ja super. Richtig gute Lache. Warum musst du hier andere Leute beleidigen? Vielleicht nicht andere Leute, sondern nur dich. Also ich meine, was hast du? Okay, also meine Mutter schafft es, soweit ich weiß, nicht an. Dann das hast du aber schon mal behauptet, ne? Dass, meine Mutter ist eine, du weißt schon, was du mal gesagt hast. Meine Mutter ist nicht schlecht gewesen gestern Nacht, hat allerdings ein bisschen zu viel verlangt, aber... Aha. Tja, von dir verlangt man halt immer zu viel, ja? Aha, okay, interessant, interessant. Wir können hier auch, Moment. Richtig schlechter Konter, können wir hier abkreuzen. Komisch nur, dass meine Mom nicht in Berlin ist. Komisch. Die Lache finde ich gut. Wer war das denn sonst? Ist genauso hässlich wie du und labert genauso viel Müll wie du. Wahrscheinlich wie sonst auch immer deine rechte Hand. Oder vielleicht von Mona. Junge, das muss ich aber sowas von schneiden, das Ding. Aber Ehre geht raus an dich, Bruder. Ja, zwischen meiner rechten Hand und der Katze gibt es keinen großen Unterschied zu drinnen. Rainer, ganz schwer, sowas auf so einer Plattform zu sagen. Ganz schwer. Also, Mutter. Ah ja. Macht Sinn. Ja, deine Beleidigung einfach aus heiterem Himmel macht mehr Sinn, oder wie? Rainer, du hast die Wörter gerade auch benutzt. Würden die dich jetzt sperren, dann hättest du noch sagen können, ey, das hat der Gast gesagt. Ja, das war ich nicht. Jetzt kannst du das nicht mehr. Du kannst sehen, wie geistig umnachtet du bist, wenn du dich auf sowas einlässt. Wenn du anfängst, das Gleiche zu sagen. Und du hast jetzt keine Ausrede mehr. Schwierig. In der Tat, würde ich behaupten, ja. Gleich jemanden als Hurensohn zu bezeichnen. Sogar noch als fetten Hurensohn. Gut fett bin ich, gebe ich zu. Ja, und den Rest hast du auch schon mal gesagt, dass du das bist. Ja. Aber... ich kann meine Unzulänglichkeiten zugeben. Du anscheinend? Nein, Rainer, bei dir ist eine Schwäche auch immer eine Stärke. Immer. Das haben wir letztens in dem Video schon mal gehabt. Solltest du mal ein bisschen an deinem Benehmen arbeiten, junger Mann? Also solltest an deinem Benehmen arbeiten, junger Mann, Bruder. Juckt mir die Handfläche. Also wenn ich mal überlege, dass ich zurzeit noch eine Wohnung, einen Job etc. habe nicht mehr. Und du einfach ein obdachloser Hurensohn bist. Ich finde den großartig. Ey, ich muss wegen ihm alles schneiden und rendern. Ey, alles gut, ich mach's gern. Endlich mal was vernünftig. Warte mal, ein vernünftiger Gast. Endlich mal. Stark. Denk doch mal 5 Sekunden nach. Warum habe ich die nicht mehr? Weil du hochverschuldet warst? Weil du die Rechnung nicht bezahlt hast? Weil du allen Leuten im Dorf auf den Sack gegangen bist? Ja, das sind sehr gute Argumente, die der Herr hier vorbringt. Ja. Deswegen bin ich im fetten Ford Ranger rumgefahren, als ich das Haus verkauft habe. Vier Monate bist du damit rumgefahren und dann war der auch wieder Schrott, du Das ist ja so gut, das ist richtig Gold. Ja. Schrott. Junge, die Lache ist wirklich pures Gold, ey, ich mag den. War überhaupt nichts. Aber du kommst nein, her. Nein. Mal ernsthaft, merkst du eigentlich, dass du dich gerade vor, ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer wir aktuell haben, lächerlich machst? 712. Und nö, macht er nicht. Er macht dich lächerlich. Er macht das sogar sehr, sehr gut. Du beleidigst, 721. Nichts weißt. Du laberst über jemanden, von dem du nicht die geringste Ahnung hast. Und du redest von jemandem schlecht, der mehr in seinem Leben erlebt hat, als du wahrscheinlich in 5 Minuten oder 10 Jahren. Rainer, was hast du denn in deinem Leben erlebt? Hä? Du bist 33 Jahre lang ungemocht und du bist 32 Jahre davon nicht aus dem Haus gekommen. Was hast du denn erlebt?
Also, dass du vielleicht mehr erlebt hast bei der, da du ja auch gut 10 Jahre älter bist, das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube trotzdem, dass der Mann mehr erlebt hat. Also kommt auch noch. Trotzdem würde ich behaupten, dass ich mit meinen 23 Jahren momentan erfolgreicher im Leben bin als du. Kleiner, das ist auch nicht schwer, ne? Ich finde es trotzdem schön, ihm das zu sagen. Endlich macht's mal jemand. Bruder, auf sowas haben wir lange gewartet. Bezweifle ich ehrlich gesagt. Wie groß bist du denn bekannt? Wer kennt? Rainer, es kommt doch nicht darauf an, wie bekannt er ist. Es kommt darauf an, was er im Leben erreicht hat. Bekannt zu sein hat doch nichts mit Lebenszielen zu tun. Und gerade in der Art und Weise, in der du bekannt bist. Schwierig. Kenn dich denn außer deiner. Du, ich gebe da gar keinen Wert drauf, verstehst du? Aber weißt du, wo ich Wert drauf gebe? Auf gute Geschäftsbeziehungen. Und mir. Bitte? Ich ziehe, egal wie viele schwierige Probleme ich bekomme, egal wie viele von euch da sind, ich ziehe durch. Du beleidigst jemanden, der alleine gegen wie viele tausend, hunderttausend Menschen angeht. Rainer, du hast dir diese 100.000 Menschen aber auch angelacht. Und dann willst du dich als jemand mehr erreicht hat als ich? Ach, Gegen wie viele Rainer. Menschen sind in deinem Leben den Größeren gezogen? Was für ein Quatsch. Gegen wie viele Menschen bist du schon losgezogen? Wie viel hast du denn schon? Wie bekannt bist du denn? Junge, das ist das Einzige, was ihn interessiert. Ist das lächerlich? Hier siehst du doch, dass der überhaupt keine Ahnung vom Leben hat. Guck mal, ich muss mich gegen niemanden aufbringen oder wehren, weil ich habe halt einfach nicht so viel Scheiße gelabert wie du Absolut richtig. und habe so viele Nein, Hater nein. auf mich gezogen. Ja, das kommt direkt zu, als Ach, fährt ich sehe gerade übrigens im Chat, Grüße gehen raus an Ofi. Kuss, kuss. Scheiße. Ja, Grüße gehen raus an Ofi. Junge, du hast nicht viel Scheiße gelernt. Wirklich einer reingeschrieben, könnte man das sehen? Ich grüße Ofi. Viele Nein, Hater nein. auf mich gezogen. Ja, das kommt direkt zu, als fährt Ach, der ich sehe Hurensohn. gerade übrigens im Chat, Grüße gehen raus an Ofi. Kuss, kuss. Scheiße gelabert, Junge. Du hast nicht viel Scheiße gelabert, nein. Nein, hat er nicht. Du kommst her und laberst jemanden direkt zu und beleidigst jemanden direkt als fetten Hurensohn. Naja, gut, Renner, das hast du selber schon über dich gesagt. Ne? Aber du laberst nicht so viel Scheiße wie ich. Oh, mein Live-Inhalt wurde wegen Mobbing und Belästigung gemeldet. Das ist aber ärgerlich. Oh, eine Frechheit. Ich habe dich auch gerade rausgehauen. Das ist genau das, Ach, da hat er wieder rausgehauen. Na, wie nett von Rainer. was ich meine, Leute, ja? Er kommt her und sagt, ich habe nicht so viel Scheiße in meinem Leben gelabert wie du. Ne? Ja, und er hat absolut recht. Kommt hier rein und beleidigt wegen, ich weiß gar nicht, was alles, ne? Und dann, was ist das für ein Kindergarten? Kindergarten, ne? Abgekreuzt. Jemanden direkt als, ich weiß gar nicht, was alles zu beleidigen. Ich weiß gar nicht, was alles. Rainer, er hat eine Sache gesagt. So, jetzt reg dich ab. Puh, also das ist schon ein starkes Stück, Mann. Das ist echt ein starkes Stück. Und dann zu behaupten, dass man nicht so viel Scheiße in seinem Leben gelabert hat. Sorry, aber Junge, du bist echt durch, Mann. Er sagt gerade, ja, du kennst mich gar nicht. Und jetzt tut er so, als ob er ihn kennen würde. Das ist so lächerlich. So. Mal sehen. Den hatten wir gerade schon mal versucht. Ich probiere es nochmal. Euer Hallo? Nabend. Nabend, es ist 2 Uhr. 14 Uhr. Nabend. Gut. Hi, Abend. Ich habe ja auch schon gesagt, wenn Rainer mir guten Morgen wünscht, würde ich halt auch auf die Uhr gucken. Also ich wollte erstmal jetzt am Anfang sagen, dass ich das komplett albern finde, dass man als erwachsener Mann einfach reinkommt und andere Erwachsene halt einfach beleidigt. Das finde ich jetzt. Hat ja nicht andere Erwachsene beleidigt, hat ja Reini beleidigt. Also macht gar keinen Ist auch Sinn. total. Ja, voll. Ich meine, ich habe Fehler gemacht, klar, ne? Eine Menge. Gebe ich. Dazu stehe ich. War auch mal jung, auch mal dumm. Ich war mal dumm, hat er gerade gesagt. Bruder. Wir haben es vor 3, 4 Minuten noch erlebt. Bin ich vielleicht immer noch Letzteres, aber Ja. ergibt keinen Ja. Sinn. Auch irgendwann sollte man auch mal einen Schlussstrich ziehen, ne? Mach das. Fang an.
Ja, also ich wollte nur fragen, wie das jetzt ist wegen Twitch oder YouTube oder so, ob du damit anfangen willst. YouTube habe ich ja ewig gemacht. Ich kann jetzt momentan über YouTube nicht viel sagen. Ist alles streng geheim. Wie es jetzt da aktuell weitergeht, da ist momentan alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Und Twitch mache ich definitiv nicht. Nee, da bist du ja auch gebannt. Wenn, dann mache ich vielleicht irgendwie was anderes. Ich glaube, Kick ist momentan auch ziemlich beliebt. Ich weiß. Ja, das habe ich ja schon mal gesagt, diese neue Plattform da. Ja, ich warte nur drauf, dass der sich da anmeldet. Ich denke mal, dass. Also ich muss da zum Glück. Müssen wir uns da alle nicht drum kümmern. Ja, das macht der liebe Inge für uns. Lass dem mal auch ein bisschen Liebe und Ehre da. Ja, sobald der da online, kannst du davon ausgehen, dass Inge wird da sein. Ich habe mich aktuell nicht wirklich darauf fokussiert. Also momentan auf Odyssey mache ich Videos. Da heiße Ja, guckt sich keiner an. ich auch Drachenlord ganz normal wie immer. Kann ich nur nicht verlinken aktuell. Werde ich aber, da wird auch die, ich versuche heute Abend dann noch ein kleines Video zu machen und dann auch die nächsten Tage da wieder regelmäßig was zu machen. Ansonsten halt hier auf TikTok, ne? Jo, ja, das war alles, ne? Also ich wünsche dir dann noch so schönen Tag und so. Ich fand den anderen Anrufer besser. Viel Glück noch Jo, dir. mit einer neuen Wohnung und so. Jo, danke Jo. dir. Hau rein. Ja, ciao. So. Na, seht ihr, es gibt auch vernünftige Menschen, die Ja, gibt es. Der war aber vorher da. vernünftig reden können. Man muss ja nicht immer gleich reinkommen und jemanden direkt instant Rein mit AI. beleidigen. Zumal ich das sowieso hardcore lächerlich finde. Finde ich dich auch, aber was soll's. So, wen haben wir denn als nächstes? Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Schau mal einer, guck, schau mal einer, guck. Ah, ich finde das Profil wird gerade ultra witzig. Probieren wir mal das. Und wieder die Schnute verziehen. Macht ja Sinn. Das hat wohl nicht funktioniert. Sieht zumindest stark danach aus. Nee, verbindet noch. Schade, funktioniert offensichtlich nicht. Probieren wir mal den hier. Hoffentlich schleicht sich der andere noch mal rein irgendwie. Ich fand den sehr, sehr unterhaltsam. Moin, Rainer! Rocksau, bist du es? So stelle ich mir das Kind von Rocksau und Rainer vor, auch mit der Zahnlücke, genauso. Nein, ne Spaß, Roxa. Lieber raus an dich. Nabend. Wieder Nabend, 14 Uhr. Und da ist. Alles fit bei dir? Genauso auch mit dem Zahn stelle ich mir einen Drachi vor, halt wirklich. Och, läuft, läuft. Wie immer halt, ne? Ein Haufen Vollpfosten, die einen beleidigen. Wenig Kohle, wenig Sex, aber ansonsten das Übliche. Ist bei mir genau dasselbe, also. Woran das wohl liegt? Naja, es Mach dir gibt nichts immer draus. so. Du bist immerhin Fame, ja? Ja, aber in welcher Art und Weise er Fame ist, das ist halt das Problem. Boah, glaub mir, ich wünschte, ich wär's nicht. Dann könnte ich wenigstens vernünftig arbeiten gehen. Rainer, du flexst die ganze Zeit damit. Du hast gerade eben zu dem Herrn gesagt, ja, wie viele Leute kennen dich denn, hä? Wie viele Leute kennen dich denn? Oh, ich wünschte, ich wäre nicht Fame. Wie viele Leute kennen dich denn? Und red doch nicht so ein Quatsch. Hätte vernünftig eine Wohnung oder hätte vielleicht gar nicht mein Haus verkaufen müssen. Doch, Rainer, wahrscheinlich sogar noch viel früher, denn da wären keine Barren da gekommen. Hättest du diese ganzen Leute, diese ganzen Wolde-Hates nicht gehabt, hättest du dein Haus viel früher verloren. Du hättest auch niemals deine Stromrechnung bezahlt bekommen. Nie. Ja, Ja, aber entscheidend krasse, ist in krasse der. Geschichte, was bei dir abgegangen ist, wirklich. Bitte? Es ist krasse Geschichte, was bei dir abgegangen ist. Ich verstehe das gar nicht, weil ich mag dich eigentlich. Ja. Dann weiß ich auch, warum du es nicht verstehst. Cool, danke. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also mal abgesehen davon, ob ich gut oder schlechten Content produziere Oder gar keinen. oder ob ich gut oder schlecht bin oder ob ich Ja, der eine sagt so, der andere so, würde Roxa sagen. gut oder scheiße gebaut, also Hol deine Reifen aus Panama, Roxau.
gutes Zeug gemacht habe oder Scheiße gebaut habe. Ich verstehe grundsätzlich nicht, wie man auf eine einzelne Person so losgehen kann. Also es gibt ja auch nicht nur mich, es gibt ja auch noch andere. Gut, mein Fall ist, glaube ich, ziemlich einzigartig, was den Größenverlauf angeht. Immer, immer. Sein Fall ist einzigartig. Er ist Fame. Er ist der... Will ich gar nicht. Mm-mm. Nein. Geht. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Halt. Wie. Ja, wie das kleine 1x1. Spaß. Wie man sowas machen kann, was man davon hat auch vor allem. Man bringt andere zum Lachen, so wie der Dude, der vorhin reinkam. Der hat mich sehr zum Lachen gebracht, ohne Blödsinn. Ich war ein bisschen matt bei den Teamspeak-Aufnahmen-Video, wurde ich ein bisschen matt. Der Typ hat mir gerade richtig den Tag versüßt. Ja, also ich finde, es ist hart. Unendlich. Naja, klar. Ja, und was treibst du so? Einfach so ein bisschen chillen, streamen. Ein bisschen chillen. Ich habe gerade deinen Stream gesehen, dachte ich mal, frage ich mal an als Gast. Hast mich direkt reingenommen, richtige Ehre. Ja. Oh. Voll ja, geil. Wie sie beide die Zahnlücke drin haben, Bruder. Das könnten ohne Spaß Brüder sein. Fette Kiste haben wir gerade gekriegt. Ja, sehr gut. Ich schicke dir das auch noch mit rein. Reinhard, ich wollte nur mal Hallo sagen. Ey, folgst du mir? Vielleicht können wir ja mal zusammen Live-Match machen oder so. Wenn du Bock hast, klar, können wir mal machen, ja. Ja, das wäre nice. Jetzt gleich. Ich weiß nicht, ob Rainer weiß, wie man jemandem folgt. Ich weiß es auch nicht. Ich habe kein TikTok. Also der Arnie Degger, der auf TikTok unterwegs ist, nicht der echte. Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt, wie das funktioniert. Aber ich weiß nicht, was du noch vorhast. Keine Ahnung. Ja, wenn du Bock hast, gehe ich auch live. Folg mir, komm, ich folge dir auch. Und dann machen wir ein Live-Match. Können wir auch mit Bestrafung oder so. Die wollen alle die Kohlen abstauben, ne? Das wurde ja schon ein paar Mal gesagt jetzt hier über über das Tarot-Bärchen da. Die ist da reingegangen, um Kohlen abzustauben. Dieses Matchen bringt halt Geld. Und die sehen alle Rainer, sehen das Dollarzeichen und dann lass mal ran an die Euros. Ich glaube, du rasierst mich sowieso. Ja, dann lass es doch. Du hoffst doch nur, dass die Leute dir reindonaten, weil sie Rainer eins reindrücken wollen und dass du dafür ganz viel Geld bekommst. Du hast Das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Warte mal, kann ich hier einfach auf das Plus drücken und ich folge dir dann? Genau, müsste eigentlich funktionieren, genau. Komm auf TikTok noch nicht so. Oder so machen. Mach halt ja mal YouTube und so weiter. Da ist ja dieser eine Typ, der immer kocht, der hat so einen ostdeutschen Akzent. Sehr lustig. Sag doch mal, mach das Herz Plus und das Rot weg oder so am Ende. Falls ihr den kennt, also der ist echt lustig. Deswegen bin ich da noch nicht so fit. Ja. Jo, aber Live-Match wenn mal 2-Challenge kommt und so, da kannst du auch gut Cash machen, so. Seht ihr? Du kannst gut Cash machen. Das ist das, was er will. Gut Cash machen. Das ist das Wichtige. Ekelhaft. Das haben schon mehrere gesagt, ja. Ich habe das bisher erst einmal gemacht. Also ich bin ja momentan in Berlin und war ja am... Oh, danke für das Herzchen, Leute. Bin ja momentan in Berlin und habe da neulich an der Mauer gestreamt. Dann die Hater mal erstmal mit Leuten irgendwie an der Mauer an jedem Hotel rumgeeiert und versucht mich zu suchen. Ja, das liegt daran, dass sie wahrscheinlich wissen, dass wenn du anfängst zu streamen, du nicht sehr weit weggegangen bist. Ja, weit laufen ist bei dir halt, nennen wir es schwierig. Boah, eine Ente. Oh, Leon Machere. Ente rotiert im Fass. Drinne. Was? Leon Machere war das, der dir die Ente geschickt hat. Okay, aber es war bestimmt nicht der echte, oder? War bestimmt ein Fake. Doch, war der echte. Was? Okay. Naja, jedenfalls mal ein bisschen hier in Berlin rumchillen und alles mal gucken, wie es weitergeht. Weiß ich noch nicht genau. Und ja, gut, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie lange ich jetzt streame. Wahrscheinlich nicht mal allzu lange. Nee, ich sehe auch meine rote Linie hier von YouTube. Ich habe ja zurückgespult. Läuft jetzt auch vorwärts. Heißt, der Stream ist wahrscheinlich offiziell zu Ende. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Mal schauen, was noch kommt. Weil die ersten Hater mit Sicherheit, ohne dass ich es weiß, oh, danke, Alter. Ohne dass ich es weiß, sind natürlich bestimmt schon wieder ein Haufen von den Vollpfongs. Ne, wir wollen. Wollen wir gleich provozieren und beleidigen? Nicht beleidigen werden, also. Nein, du doch nicht. Nennen wir sie Vollpfongs und schaffen das. Ja. Nein, du bist einmal nur zu bräsig, das Wort richtig auszusprechen. Werden schon wieder viele hier auf dem Weg hin sein und dann. Mal gucken, wie lange streame ich überhaupt schon wieder. Vielen Dank, Leute, vielen Dank. 16 Minuten, ja, so eine halbe Stunde oder was mache ich auf jeden Fall. 16 Minuten, Leute. Also, der ist auch harte Arbeit. Der hat in 16 Minuten über 21 Euro eingenommen. Ist das ekelhaft.
Rainer, wenn du willst, komme ich jetzt online, machen wir Match gegeneinander mit Bestrafung. Mit Bestrafung? Wie genau sieht es denn aus? Ja, weiß ich, was kannst du denn für Strafe machen? In den Fluss springen oder so? Oder Teller auf Kopf kaputt machen? Alles Mögliche. Ich mache. Das machen wirklich Leute, das musst du dir mal vorstellen. Ich hau mir dann einen Teller auf den Kopf kaputt. Wie kernbehindert muss man denn sein? Wie, da musst du doch, du musst doch richtig einen an der Latte haben dafür. Guck dir das Gesicht an, da ist er richtig happy. Junge. Alles. Keine Ahnung, aber nichts allzu hart, ist einfach so. Keine Ahnung, muss zwei Gummibärchen essen oder so, irgendwas. Das ist natürlich die Bestrafung, ne? Rainer muss dann essen. Oh, dabei isst er eigentlich nie. In die Richtung. Danke, Alter, für die Kiste. Ja, gucken wir einfach mal. Alles klar. Gut, dann bis gleich mal. Gucken wir einfach mal. Jo. Der sieht einfach nur den Cash. Der sieht einfach den Cashflow, der will den mitnehmen. Hau rein, Rainer, wir sehen uns. Jo, bis gleich. So, ich weiß gar nicht, muss ich ihn jetzt rausnehmen? Und die freut sich schon wieder. Da höre ich jemanden joggen. Hätte jetzt noch gefehlt, oh, jetzt joggen die auch noch rum, während ich hier arbeite. Also sowas. Boah, den einen hier würde ich ja gerne mal auch mit reinnehmen, weil der halt einfach mal so ultra den geilsten Namen der Welt hat. Arni Decker? Denn wir wissen. Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Ne? Ja, das hier hatte ich mir aber gerade vermutet schon. Wartet mal kurz, ich probiere das mal eben. Wo sind denn hier seine Piratenflagge auf dem Handschuh? Hat er die abgeknibbelt? Guck mal hier. Da sind doch so Piratendinger drauf gewesen für diese 11,99 Euro Handschuhe. Hat er das Piratending abgeknibbelt? Bruder. Moin Junge, was geht ab, Alter? Servus. Und alles fit? Ja, muss bei dir, Alter. Ja, naja, das Übliche halt, ne? Ja, wie gesagt, immer halt, immer das Risiko, wenn ich streame, immer mit den Hatern halt, ne? Ich weiß nicht, ob du da irgendwie groß was weißt. Weißt du, kennst du mich? Kennst mich. Schon ein paar Sachen immer mitbekommen hier bei dir, Digga. Mach mal einmal das Plus weg, weil irgendwie ist. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Okay, mega, Digga. Kannst ja mal bei mir das Plus wegmachen. Können ja mal live gehen, wenn du Bock hast, Digga. Die sehen alle die Kohlen. Die haben das alle beim Tarotbärchen gesehen und wollen jetzt auch die Kohlen mitnehmen. Hab ich gerade gemacht, ja. Hab dich gerade mal geliked. Also, gefollowt, ja. Was geht? Bist du auf der Straße oder was? Jein. Also ja und nein. Jetzt aktuell im Winter ist natürlich auf der Straße nicht. Du hast doch im Sommer nicht auf der Straße gelebt. Erzähl uns nichts. Aber ich habe auch schon durchaus letztes Jahr, Mitte letztes Jahr, auch durchaus teilweise auf der Straße gepennt, ja. Oder im Wald, in meinem Fall. Okay, krass, aber so im Zelt oder wie? Teilweise im Zelt, teilweise unter freiem Himmel. Na klar, Rainer hat unter freiem Himmel im Wald geschlafen. Wem möchte er das jetzt hier erzählen? Also hier wird der Paulanergarten aber richtig voll gemacht. Schauen wir das Wetter an. Ja, jetzt aktuell ist es natürlich zu kalt. Selbst aber hier du Berlin hast ein Auto. Nee, Mann. Ich habe meinen Führerschein verloren, weil ich, weil ich mich selbst verteidigt habe. Wetten? Ich habe meinen Führerschein verloren, weil ich mich ja von meiner Haustür gegen diese Leute wehren musste. Glaskugel-Ecke am Stiesel. Und dann hatte ich ja mehrere Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Und Und zu was? Zu Recht. Das Landratsamt, also die Führerscheinstelle, die konnte selbstständig entscheiden. Die kannten ja meine Situation und so, aber die konnten selbstständig entscheiden, ob die mir eine MPU auflasten, dass ich also eine MPU machen muss. Und die konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht machen, weil ich aus dem Haus raus bin, weil ich ja mein Haus verkauft habe und alles. Rainer, du hast keine Minute an deinem Umzug gearbeitet, bis einem Tag, bevor du raus musstest. Du warst jeden Tag live. Du hättest dich auf die MPU vorbereiten können oder die MPU machen können. Erzähl uns nichts.
und mir ein Auto gekauft habe und dann eigentlich vorher für 2 Jahre, 3 Jahre mal so ein bisschen Autoleben, weil... Das muss man sich auch mal vorstellen. Man weiß, dass man eine MPU machen muss. Eine MPU ist nichts Einfaches, habe ich mir sagen lassen. Da kommt nicht jeder durch, egal wie schlau er ist. Und man kauft sich für alles Geld, was man noch hat, ein Auto. Kannst du dir nicht ausdenken. Wegen den Hatern kann ich ja oft in Hotels nicht lange unterkommen, weil die mich finden und alles. Ja, am Ende war es dann das Haus. Also du läufst von meinen Eltern weg? Nein, er stellt sich denen. Mein, das Haus von meinen Eltern habe ich verkauft, ja. Und ich glaube, hier ist gerade ein Hater gewesen, der ein Foto von mir gemacht hat. Hat ein Foto von mir gemacht, bin so fame. Warum hast du nicht gefragt, ob ihr zusammen ein Foto machen wollt? Hat sich das von vorgestern bis heute, hat sich die Stimmung schon wieder so sehr gelegt? Hat sich das so sehr verändert schon wieder? Oh, shit. Aber du bist da so anonym auf der Ecke? Bitte? Bist du da anonym auf der Ecke? Wo ich jetzt hier bin gerade? Ja, bist du anonym? Ich glaube nicht, nein. Er läuft einfach die ganze Zeit im Kreis. Schaut mal hinten auf dieses Schild, auf dieses blaue Schild. Er läuft die ganze Zeit im Kreis einfach. Schild vorbeilauf. Ja, krass, Alter. Ich hab gesehen, du hast viel erlebt, Digga. Ich weiß aber auch nicht, ich hab mich damit nicht nie beschäftigt mit der Materie bei dir, Digga. Digga. Warum? Aber ich weiß wirklich nicht, Digga. Aber klar, Digga, ich habe auch viel Shitstorm abkassieren müssen. Kennt man doch, wie das so ist, Digga. Digga. Ja, naja, bei mir ist es halt wirklich so, ich will mich immer nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ne, aber... Wie viele Fenster hast du denn da? Wie viele Fenster hast du denn, wo du nicht rauslehnen kannst? In der Schanze schon sehr wenig Fenster. Ich habe halt oft so das Gefühl, ich bin so der meistgehatete YouTuber von Deutschland. Das kommt hin. Vielleicht sogar weltweit. Eher nicht. Ja, selbst deutschlandweit, weiß ich nicht. Also er und die Bachmann liefern sich ja schon ein Rennen, ne? Was die Größenordnung angeht, kann ich natürlich mit größeren YouTubern oder so nicht mithalten, von der Masse her, aber... Du hast doch sehr viel Masse. Bei mir ist es halt so, dass irgendwie 2/3 ist Masse. Gefühlt 2/3, 2.5 von meinen Fans oder Zuschauern halt einfach Hater sind, weißt du? 2.5 bitte. Und ja, das macht halt die ganze Sache. Das Gefühl bei dir, Digga, das ist das Eklige. Die Leute kommen von aller Welt, Digga, und kommen einfach, um dich halt zu versuchen zu flachsen. Ohne Spaß, ich habe gerade das Gefühl, als wenn mein IQ, als wenn ich jedes Mal einen Hammer vom Kopf kriege. Digga, alter Digga, Bruder. Das bringt den Spaß. Ich habe halt original Hater. Er ist schon wieder das Schild, ja? Hier. Er läuft die ganze Zeit im Kreis. Bei mir vor der Haustür stehen gehabt, eine Person aus Japan, einen aus Russland und einen aus den USA. Nee. Wir wissen alle, wen er mit dem Russen gemeint hat, ne? Grüße gehen raus. Aus Russland waren sogar 2. Und einer ist auch aus Italien raufgefahren. Ach du Scheiße. Gut, Italien ist ein bisschen weit, aber im Vergleich natürlich zu Russland oder Japan oder so. Aber das ist schon hart, Alter. Da stehst du, sitzt du in deinem Zimmer, weißt du, am Kabuff, bist du am Streamen oder am Zocken. Und dann kommen die plötzlich angeschissen und stehen vor deiner Haustür, haben dir das Tor kaputt und. Ja, der Moderator, ich weiß nicht, kann man das nicht erwähnen. Diggi, schreib mir mal, lass mal was zusammen machen, ich abonniere dich jetzt. Diggi. Ja, das ist schon heftig, ja, das ist Mann. Verrückt. Ich hab gesehen, Alter, das ist verrückt. Aber Ich hab gesehen. Würdest du sagen, Digga, das ist wie so ein Fluch, der jetzt weg ist erstmal, dass du dein Haus verkauft hast? Können wir den Anrufer von vorhin nicht nochmal reinnehmen? Den fand ich besser. Ich arbeite ja dran, momentan meinen Führerschein wieder zu bekommen und dann nehme ich von mir wieder einen Ranger oder irgendwie ein schönes, großes Auto zu kaufen. Retter, du erzählst uns jeden Tag, dass du kein Geld hast, um irgendwo zu schlafen. Und jetzt willst du dir wieder einen Ranger kaufen? Wen willst du denn hier flachsen? Dann würde ich gerne versuchen, wieder mehr zu streamen, mehr Videos zu machen und so weiter. Und dann ja. Rainer, wehe. Aber nicht mehr auf. Bitte nicht. Ich mache lieber die Classics. Die machen mir richtig Spaß. Auf Twitch oder mehr so auf TikTok oder was? Ich würde gerne auf YouTube weitermachen, aber ich wurde auf YouTube ja gebannt. Und weiter? Bei mir war es so, ich hatte einen Strike auf ein Video und habe dann, weil es eine Reihe war, das war ein ganzes Format halt, da habe ich alle, es waren so 7 Videos oder 8 Videos, habe ich alle gelöscht,
während des einen Strikes. So, bis auf das eine Video, das ich ja Gegendarstellung machen kann. Hab die Gegendarstellung gemacht, das Video wurde wieder freigeschalten, ich hab's gelöscht und hatte aber von den anderen Videos aus der Reihe, die ich gelöscht habe, einen Strike, der noch... Nein, Rainer, du hattest eine Upload-Sperre. Natürlich auch einen Strike, aber auch eine Upload-Sperre dann für eine Woche. Kann 1 bis 2 Wochen sein. Nicht auf YouTube angezeigt wurde. Das ist doch jetzt hier Lülülü. Er ist auf dem anderen Kanal live gegangen, weil er auf dem Hauptkanal nicht mehr live gehen konnte. Er hat mit Absicht diese Sperre umgangen. Und weil ich ihn natürlich gelöscht hatte, das Video, bevor ich den Strike gesehen habe, konnte ich keine Gegendarstellung einreichen. Ja, hättest du einfach eine Woche gewartet, einfach eine Woche die Füße stillgehalten, nichts wäre passiert. Ja, der Witz war... Hier, weg damit. Und dann war es halt so, dass die mich halt wirklich, weil ich halt das Video so hatte, da haben die mich einfach gesperrt. Okay, krass. Ja, die haben mich einfach gesperrt, weil ich das Video nicht mehr hatte. Na klar. Bruder, was ist hier, der fliegt gleich wieder in den Helikopter. Das ist ja so ein Fall. Das ist ja so geflunkert. Ja. Irgendwie was gemacht habe und der, da gab es wohl irgendwie, ich habe das nur am Rande mitbekommen, da gab es wohl irgendwie... Das war seine Existenz. Er hat das nur am Rande mitbekommen. Mhm. So ein Typen, der bei RTL irgendwie einen Podcast gemacht hat über Cui Bono. Mich und mein Leben, so ein bisschen, so eine Zusammenstellung, keine Ahnung. Er hat auch gesagt, dass das halt eigentlich daneben war und alles und hat wohl auch den YouTube-Chef Deutschland irgendwie eingeladen. Ja. Und der hat auch wortwörtlich gesagt, dass mein Verstoß irgendwie so gravierend war, dass ich meinen YouTube-Kanal nicht wiederbekomme. Was natürlich beknackt ist, weil... Rainer, der Chef von YouTube Deutschland hat das gesagt. Jetzt kannst du im Endeffekt machen, was du willst. Den kriegst du nicht wieder. Damit fehlen mir im Monat halt 2.000, 3.000, ne? Was bedeutet, dass ich dann auch seit... Ich weiß nicht, seit auch... Verdient ja wie ein Manager bei BMW. Lull. August oder was? Juni, Juli, August eigentlich keine Kohle mehr verdienen. Oder dann mal viel verdienen. Und nicht schlimm, kauft ihr einfach einen Ranger. Und natürlich dann halt teilweise auf der Straße pennen musste, weil ich mir Hotel irgendwann nicht mehr leisten konnte, weil mir dann irgendwie die Kohle im September ausgegangen ist. Also. Ja, krass. Nee, aber hier auf TikTok, Digga, ist auch auf jeden Fall, also bringt Spaß, Digga. Und hier auf TikTok, Digga, ist auch auf jeden Fall und Junge. Digga, hier verdient man auf jeden Fall auch was, Digga. Das ist auch so, ist auf jeden Fall auch eine Einnahmequelle, Digga. Ja, ja das auf jeden Fall. Die Leute schicken die ganze Zeit was rein, guck mal. Dodel, ja, Romana oder so. Ja, der hat in 22 Minuten 40 Euro eingenommen. Und dieses Gesicht macht er dabei. Ich will den Anrufer von gerade eben nochmal haben. So, weiß ich mein, die Leute freuen mich schon hier, Digga. Das ist auf jeden Fall schon cool, ja. Das Problem ist aber leider auch halt das, wenn ich hier jetzt groß rumstehe an der Stelle, wo ich jetzt bin. Jetzt habe ich schon 2 Nachrichten von Leuten. Du läufst ja im Kreis. Bekommen, die alle jetzt gesagt haben, also von, ich habe jetzt meine Spione in den Hater-Foren und so, und die haben jetzt halt alle gemeint, ja, die wissen jetzt. Natürlich hast du die, natürlich. Schon ganz genau, wo du bist und so, und wollen jetzt dahin kommen und wollen da jetzt dich suchen und alles. Lü. Das heißt, ich muss jetzt dann auch in den nächsten 10 Minuten spätestens hier weg, weißt du, bevor die dann hier alle auftauchen und mich hier dann wieder irgendwie nerven oder mich belästigen oder so. Gut, ich habe den Vorteil, hier direkt eine Polizeistation daneben, irgendwie von... Rainer, das willst du doch. Du willst doch, dass die kommen und dich ärgern. Damit du das in der Cam hast. Deswegen sagst du doch und zeigst doch auch immer, wo du bist. Wasserwacht oder so, wenn es wirklich hart auf Fahrt kommt. Aber trotzdem, das muss halt auch nicht sein. Ich will ja auch den Stress verursachen. Wasserwacht. Überlegt mal, da sitzen ein paar Wolderheads drin. Und er sagt, Hilfe, Hilfe. Tut mir leid, sie sind nicht im Wasser. Können wir nichts machen. Nicht unser Zuständigkeitsbereich. Oder so. Ja, klar. Ich sag dir, das ist echt ätzend. Ich kann halt nicht einmal, ich kann mich nicht mal irgendwo... Du bist immer auf der Flucht quasi, oder was? Ja, klar. Ich kann mich nicht mal in Berlin irgendwo in ein Café setzen. Ich war neulich in einem Café in Berlin, irgendwo mittendrin. Ich dachte, du kannst das nicht. Und jetzt erzählst du, du warst da neulich. Und hab einfach einen Kaffee gesoffen. Und plötzlich kommt da jemand rein und will ein Foto machen. Ich meine, cool, ne? Habe ich nichts gegen, habe auch... Ja, cool, das hat dir wieder richtig was gegeben. Das hat dich wieder richtig gefühlt. Wisst ihr überhaupt, wie viele Leute mich kennen? Ein Foto gemacht. Aber das ist halt so, man kann halt so nirgendwo hinhocken. Und das Problem ist halt bei mir, ich meine, du kennst es ja bestimmt selber, dass man halt oft erkannt wird. Das ist ja nicht das Thema so, das ist auch okay, ist auch cool. Aber das Problem ist halt bei mir, es hat immer das Risiko, dass die dann gleich versuchen zu orten, wo ich bin und alle auf mich losgehen. Weißt du, was ich das Gefühl habe bei den Hatern, Digga?
Bitte? Weißt du, was für ein Gefühl ich habe? Also, weißt du, was für ein Gefühl ich habe bei den Hatern? Die können nicht mit dir und auch nicht ohne dich, Digga. Weißt du, was ich für ein Gefühl habe dir gegenüber, wenn ich dich quatschen höre? Ich habe ein bisschen Erbrochenes im Mund. Ja. Ja, das ist aber ganz genau irgendwie treffend. Brauchen sie dich, Digga. Weißt du, ich meine, irgendwie so, Digga. Das hört sich echt verrückt an, aber irgendwie ist es so. Ja, da kommt. Warte mal kurz. Kleine Sekunde. Ich habe den Livestream an, also wenn du was sagen willst. Ja, wir können ein Foto machen, aber es wird jetzt nicht zu laut sein, weil sonst hört man dich. Rainer, du nimmst Leute in deinen Livestream. Junge. Und bei denen jetzt wieder, ihr dürft aber nichts sagen. Hier ist übrigens das Schild, hier bin ich. F11, da bin ich. Ja, ja, schon eine ganze Weile. Stell dich einfach mal hierher, machen wir ein Foto. Hey. Hey, mega, danke. Kein Ding. Halt durch, ja? Ja, ich versuch's. Danke dir. Hau rein. War wieder. War nett. Aber es ist schon wieder, der ganze Stream ist schon wieder ein bisschen ekelhaft. Jetzt kurz, damit einer sagt, ey, ein Foto machen. Ja, klar, können wir machen, kein Ding. Wenn er so bleiben würde. Wenn er einfach so bleiben würde, von dieser Art und Weise her. Mensch, er hätte es doch so viel leichter. Warum macht er das denn nicht? Er hat doch jetzt die Bekanntheit. Wenn er sich jetzt wirklich komplett changen würde, wenn er jetzt, weiß ich, er kann doch jetzt auch hier, der macht hier den Gurken so, nimmt ab und wird vielleicht sogar ein bisschen gut aussehender, ist nett zu den Menschen und so weiter. Er könnte es doch so viel leichter haben. Warum denn nicht immer so? So, jetzt geht's wieder. Auf jeden Fall, wie heißt das? Dein Internet ist mal richtig beschissen, ne? Ich hab das beste Internet von der Welt. Ich hab das Internet erfunden. Stockt irgendwie so. Liegt das an deiner Internetverbindung oder an deinem Handy? Ich hab 4G, aber ich hab aktuell auch irgendwie bloß. Mir fehlt irgendwie ein Strich aktuell gerade. Vielleicht liegt das ein bisschen so an der Position hier. Das kann schon sein, ja. Vielleicht schirmst du auch die Strahlung ab. Eigentlich habe ich unbegrenzt Unlimited eigentlich. Also eigentlich müsste das Internet recht gut sein, aber wenn die Verbindung hier natürlich schlecht ist, ich bin ja nicht im WLAN oder so drin. Das hat er gerade gefragt, ob es an der Verbindung liegt oder an deinem Handy. Aber siehst du das selber nicht, Digga, wie das die ganze Zeit stockt? Nee. Weil dies alles bei mir läuft auch. Okay. Bei mir läuft alles flüssig, aber wie gesagt, ich werde jetzt immer mal... Wahrscheinlich kannst du es einfach schon nicht mehr erkennen. Wahrscheinlich ist das bei dir flüssig. Du hast ja so lange so tolle Spiele gespielt. Wahrscheinlich sind irgendwie so 2 FPS sind bei dir flüssig. Kurz aufhören. Wenn ich die Tage mal streamen lasse, oder du, man kann ja auch privat in PN schreiben. Genau, man kann PN schreiben, Digga. Er will jetzt aufhören. Junge, du hast doch gerade gesagt, du willst mit dem anderen livestreamen. Der ist doch jetzt extra wegen dir live gegangen. Ja, nochmal. Okay, Digi, ich wünsche dir noch viel Spaß, Digga. Dann hört man sich sonst, ja? Lass dich nicht ärgern, Digga. Jo, danke dir, Alter. Hau rein. Ciao, Digga. Ciao. Ich weiß noch, als RBS ihn mal Digga genannt hat, da ist richtig Turn-Up gewesen. So. Na, jetzt hier mehrfach Warnungen kriege und auch schon die ersten herkommen und mich anquatschen, werde ich den Stream, obwohl ich eigentlich eine Stunde streamen wollte, hier mal ein bisschen früher beenden. Wollte er eigentlich, na klar. Enden. Ich danke euch für die ganze Unterstützung. Ich danke euch für die... Unterstützung. 42 Euro in 25 Minuten. Ja, Prost. Wie hat der Schamane gesagt, armes Deutschland. Die ganzen Likes und die ganzen Posts und so. Ich werde schauen, dass ich jetzt versuche, alle paar Tage mal zu streamen, solange ich noch in Berlin bin. Wie lange ich noch in Berlin bin, weiß ich noch nicht. Das weißt du nicht? Kann ich euch leider gar nicht sagen. Steini, sorry. Ich weiß, wollten wir eigentlich machen. Okay, er entschuldigt sich sogar bei ihm. Okay, dann ist es okay. Wie gesagt, jetzt haben sie mich schon gefunden und so weiter und versuchen mich jetzt gerade hier schon wieder anzugreifen und alles. Was der sich da ausdenkt. Die versuchen mich hier anzugreifen. Bruder. Warum wird in Zeitungen nicht über sowas berichtet? Warum wird jetzt nicht darüber berichtet? Warum kommt jetzt nicht die Bild oder so? Oder der Standard oder wie die alle heißen? Und sagen dann, yo, hier, der hat sich da ausgedacht, dass die ihn angreifen wollen. Wir haben es hier. Wir haben es selber gesehen. Deswegen würde ich jetzt das mal ausmachen. Da waren Leute, die haben nach einem Selfie gefragt. Er hat nett darauf reagiert. So, was anderes würden die Nächsten auch nicht machen.
Junge, da erfindet der wieder Storys. Wir machen das die Tage mal. Wie gesagt, ich bin die nächsten ein, zwei Tage auf jeden Fall mal wieder online und dann... Weh. Ich muss hier... Mein Teamspeak-Ding wollte ich hochladen. Reißen wir das. Tut mir echt leid. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Aber so geht eine Entschuldigung. Ne? Er hat sich dafür entschuldigt, dass er nicht da ist und es tut ihm leid. Schon, haut rein und ich nehme jetzt die Ferien und verpiss mich. Tschö. Hoffentlich hat die keine Schieflage. Die alte Titanic. Schön, Leute. Wie gesagt, dann kommt das Teamspeak-Ding halt morgen oder so. Ne? Schauen wir mal. Dann kommt heute mal hier unser Live-Reini mal wieder. Hat er wieder Strich durch die Rechnung gemacht. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch fürs Mitschauen, dass ich es mir nicht alleine antun musste. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Bis dahin, werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz, ganz viel Liebe an euch. Michi, Matane, off, Ding, Löwen, Metal.